Hallo und willkommen zurück zu einer Folge Die Sims 3. Wir sind schwanger. Ja, wir sind schwanger. Ich habe jetzt gegoogelt. Man kann ein Kind nicht einfach so. Es kann passieren, vermutlich ganz in seltenen Fällen. Aber lieber, ja, man kann das Kind jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, ja, vom Blitz getroffen oder so. Und nein, das geht nicht. Warum ist die Feuerwehr weg? Jetzt sind mal Leute an der Arbeit. Das kann doch gar nicht angehen. Oh. Ist ja der Hammer. Wimby Punega. Paired Dash the Raw Fonda. Widna Dorka. Nang. Wibnabo. Yablonk. Okay. Silad. Uh-huh. Mhm. Ja, schwatzt dir halt noch ein bisschen. Zu Tür bist du eigentlich diesmal voll, ne? Gruppe gründen. Robula Chobi. Amba Nisni. Tufaro? Never? Maybe wa. Bawu Jotsu. Naniba. Garn. Haben wir jetzt eine Gruppe? Wir sind eine Gruppe. Wo gehen wir mal hin? Überspringen, vorwärts. Irgendjemand ist jetzt gekommen. Ah, der Dominik ist gekommen. Bitte Hallo sagen in der Aufnahme. Hallo. Mein Sim ist schwanger. Ich weiß nicht woher. Windbestäubung. Das zum Kotzen. Ja, ein bisschen vom Pech verfolgt. So kann man das natürlich auch nennen. Komm, mach mit. Wieso macht ihr Fotos dieser Mitspiel? Oh, übelst die Paparazzis, ey. Das ist natürlich doof. Aber egal. Wir sind ja nur und spielen in einem Bikini-Tischfußball. Ah ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal langsam heim. Jetzt spielt ihr mit, die Troller. Jetzt, wo wir gehen, macht halt, was er wollte. Ey. Ich werde ausgelacht. Jetzt können wir nicht mehr an die Arbeit. Jetzt können wir keine Feuer mehr löschen. Klar, da können wir jetzt, wir wollten ja anbauen, hier können wir ja Kinderzimmer anbauen. Warum ist der mit bei uns? Das macht mir Angst. Weil wir in der Gruppe sind, oder was? Okay, komm, wir kochen was zu essen. Pfannkuchen. Bei mir gibt's nichts zu tun.
Der zieht die Spieluhr auf. Was passiert da jetzt? Das wollten wir auch schon mal machen. Da ist ein Zwerg dran. Oh. Ah, ich weiß ja nicht, was da dran oh ist. Okay, wenn es glücklich macht. Ich glaube, wir beschleunigen mal den Vorgang hier. Gruppe zum Essen rufen. Oh, mach das Ding wieder aus. Schießen. Das kann ich erst machen, wenn ich fertig gegessen habe. Komm, wir schmeißen aus dem Fenster. Oh. Schon besser. Das hört mir immer noch. Klasse, Objekt kaufen, Kinderbett. Nee, 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 stopp, stopp, stopp. Du machst erst die Spieluhr auf. Schließen. Und danach wird hier erstmal schnell auch aufgeräumt. Hallo? Du sollst nicht schlafen. Ei, hier macht auch jeder, was er will. Klasse. Was machen wir denn da? Einen Stock drauf oder nebenan anbauen? Hm. Hm. Kommt ins Keller. Kellerkind. Hier kriegt's ein Bett hin und das reicht. In die Waschmaschine. So. Rest wegstellen. Und dann gehst du erst noch mal aufs Klo, bitte. Benutzen. Säubern. Das kannst du auch noch schnell säubern und danach darfst du ins Bett. Und es regnet mal wieder. Klasse, wir haben Halloween. Naja, sowas in der Art. Perfekto. Ja gut, dass wir um 5 Uhr... Nur gut, dass wir... Oh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich hab's vergessen. Ja, wie machen wir's denn jetzt? Kinderzimmer technisch. Das können wir immer machen. Wenn sie aufwacht gleich. Hm, wieso legt eigentlich das Kind immer die Zeitung in die Pfütze? Wir haben Post, wir haben Rechnung. Ist aber um Wetter, ey. Das vergesse ich doch wieder. Eine Stunde eine Party besuchen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Wow, Wegweiser. Ja, die Party schon mal suchen. Ach, das steht jetzt hier schon. Aha, alles klar. Eigentlich, wenn du hier bist, aber auf einer Party müsst ihr eigentlich was zu essen geben. Ne? Wo ist denn die Party? Party. Genau. Nicht neben unseren Nachbarn, aber daneben. Irgendwie ist das mit den Starting auch nicht gerade geil, will ich mal so sagen, ne?
Jeder zweite ist ein Star. Oh, naja. Los, reparier schneller. Achso, ich müsste mal wieder reinsippen. Wegen Musik und so. Da wird sonst wieder Problemchen geben. So, cool. Ich habe was Geld dazu verdient. Das brauchen wir auch bei diesem komischen Kind, was wir da kriegen. Das wird bestimmt ein Elefant. Ach, hier haben wir doch mal ein Feuer gelöscht. Ich erinnere mich. Der Typ steht immer noch da, wo er stand, wo das Feuer war. Jetzt wird er auch mal reingehen. Ach, wie jetzt? Die Party ist vorum. Oh, ey. Da ist eine Bratwurst. Danzo Wasamene. Gorsa. Kawazik. Die haben alle so lustige Sachen an. Zanat? Oh, fängt die gut an. Oh, Quarble. Wir werden die besten Freunde, so wie es aussieht. Kann ich da jetzt rein? Warum kann ich da nicht rein? Hallo? Das ist alles wieder äußerst merkwürdig. Jetzt ist wohl bestimmt noch das Party-Symbol weg. Nee, da ist es doch. Das ist mir alles wieder viel zu hoch. Darf ich jetzt rein? Ich bin Trainer. Gut, aber hier gibt's nichts zu essen. Tja. Bleib doch sitzen, Mann. Warum stehst du denn auf? Nur weil die Leute dich wegscheuchen. Kannst du dich auch umziehen? Outfit wechseln? Vermutlich nicht, ne? Ich werde immer nur ausgepult, überall wo ich hingehe. Gibt nichts. Überall ist bei mir nur Bikini angesagt im Moment. Wegen Fettleibigkeit. Rückenschmerzen, schlechter Empfang. Jetzt sitzen sie alle hier und gucken Fernseher. Das erinnert mich fast an meine Hauspartys. Nur das sitzen nicht alle vom Fernseher, das sitzen alle vom Rechner. Ey, in so einem Fernseher würde ich aber auch nicht von hier aus reinklotzen wollen, ne? Das siehst du ja gar nichts mehr. Aber das Bild ist gestochen scharf, ne? Wow, wir haben irgendwas gekriegt wegen Arbeit. Irgendwie auch nicht. Der ist kein Star, der ist auch ein Star, die Bratwurst ist auch kein Star. Es könnte auch ein Hotdog sein. Entschuldigung. Hallo, die Gäste verhungern. Wie wär's denn mal mit Essen? Wer ist denn hier der Party, Leute? Warte mal, müssen wir nochmal rauszoomen. Der stand doch am Haus. Der Typ im hier, Dingsbums. Der ist Party, Leute. Für einen Star, mit dem kann ich wieder nichts Vernünftiges anfangen. Komm, wir tun die Stars ein bisschen verarschen. Komm, wir sprechen über den Reichtum. Wir machen uns jetzt den euren Fäden klar und schieben dann das Kind ab. Was haltet ihr davon? Check ich nicht. Was hab ich denn für Fähigkeiten? Komm, über Athletigkeit. Wow, da war eine Wolke. Das ist bestimmt nichts Gutes. Cool, Party beendet, wir werden alle rausgeschmissen. Essen? Was ist sie? Sie hat einen Apfel in der Tasche. Wieso isst sie den denn nicht die ganze Zeit? Oh. Stimmt, wir haben Lebensmittel gekauft. Die müssten wir mal in den Kühlschrank bringen. Ach ja, das werde ich bestimmt in der nächsten Folge vergessen.
Komm, das müssen wir jetzt schnell noch machen. Lauf mal schneller. So. Öffnen. Die Würstchen im Kühlschrank. Der Meteorit im Kühlschrank. Das geht natürlich nicht. Der Käse. Den Apfel haben wir jetzt gerade gegessen. Das können wir mal hier irgendwo hinstellen. Perfekt. Jo. Die wollten wir ja mal verkaufen. Und schon haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Können wir das auch verkaufen? Hier. Wow, das war wertvoll. Okay. Damit würde ich sagen, wir beenden die Aufnahme. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.